Hallo zusammen, wie ihr vielleicht seht im Hintergrund, bin ich jetzt an einem anderen Ort, wo etwas mehr läuft. Und zwar bin ich in Oaxaca. Das ist der Hauptort des Bundesstaats Oaxaca und hat auch etwa 250'000 Einwohner. Und ist auf 1'500 Meter, also wieder etwa rund 1'000 Meter weiter unten, als ich vorher war. Ist auch wieder etwas wärmer, zum Glück. Und ich gehe jetzt hier in mein Hostel. Ich habe jetzt hier eins gefunden, das ist, glaube ich, inklusive des Morgen für 5 Nächte 36 Franken. Also da kann man gar nichts sagen. Und das gehe ich jetzt mal suchen. Das sollte nicht allzu weit weg sein da vom Stadtzentrum, wo ich mich jetzt befinde. So, ich habe jetzt eingecheckt. Es hat jetzt ein bisschen mehr gekostet, als ich gedacht habe. Wobei, es ist eben so in Mexiko, man muss immer noch das, was auf Booking anzeigt, die kommt immer noch die Mehrwertsteuer dazu plus noch irgendeine Tourismusabgabe. Und jetzt bin ich jetzt bei 5 Nächten zahle ich 48 Franken, aber inklusive des Morgen noch. Von dem her, das sind irgendwie 9 Franken, 50 oder 80 oder so pro Nacht, inklusive des Morgen. Also kann man überhaupt nichts sagen. Oaxaca ist allgemein so bekannt, dass er eine relativ günstige Region ist. Das gehe ich jetzt gerade mal ein bisschen abchecken, weil ich gehe jetzt nämlich etwas essen. So, jetzt müsst ihr euch das mal reinziehen. Die Schlange ist für einen Bankautomat. Keine Ahnung, warum dass die alle hier anstehen für einen Bankautomat. So eine riesige Schlange habe ich jetzt wirklich noch nie gesehen für, irgendwie so einen Automat. Keine Ahnung, vielleicht kann man nur heute Geld abheben, vielleicht ist das ein ganz spezieller. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe eigentlich auch auf die Bank, aber das tun wir jetzt definitiv nicht an. Und ich habe übrigens auch herausgefunden, warum das da alles Leute auf der Straße sind. Schaut da im Hintergrund, jetzt überall Zelt und sie stehen, haben überall die Lachen aufgestellt über die Zelt. Und das sind die Lehrer, die protestieren wegen dem tiefen Lohn, den sie haben. Und wenn man da durch die Straße läuft, es ist alles voll diesen Blachen und von diesen Zelten. Also ich zeige euch das nachher noch mal ein bisschen besser. Man muss immer so geduckt durch die Straße laufen, weil es einfach überall diese Blachen hat. Warte, vielleicht sehen wir es hier gerade. So sieht das in der ganzen Innenstadt aus. Ja, das Gute ist, man ist immer vor dem Regen geschützt. Aber das Mühsame ist, eben, man muss immer so ein bisschen geduckt durch die Gegend durchlaufen. Ja, was die nicht alles machen für mich. Lohn. Übrigens, für 4 Tacos habe ich jetzt mit Trinkgeld 45 Pesos gezahlt. Also es ist mit Trinkgeld ein bisschen 1,10 oder 1,20 pro Taco. Also ganz in Ordnung, relativ günstig. Und es hat einen ganz, ganz Haufen verschiedene Sachen, wo man da probieren kann. Also kulinarisch hat das sehr, sehr viel zu bieten hier in Oaxaca. So, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt hier mit dem Julian unterwegs. Hallo. Hallo. Er spricht Deutsch. Ein bisschen. Ich habe ihn vorhin im Hostel kennengelernt und er hat gerade so ganz spontan gesagt, ja, dort habe ich eigentlich eine Welle. Und darum gehen wir jetzt auf Hierve del Agua. Das sind so... das sehen wir später. Ich kann das nicht erklären. Und übrigens, ganz ein Haufen Leute ist mir aufgefallen, reden hier Deutsch. Also in Kolumbien, in Mexiko und so. Ganz ein Haufen Leute wollen Deutsch lernen. Und das ist irgendwie. Keine Ahnung. Oh, wie dort. Es ist recht populär für die Leute hier, weil die finden das irgendwie. Die finden das cool irgendwie. Ja, darum kann ich ab und zu auch mit diesen Leuten, wie jetzt mit immer ein bisschen Deutsch reden. So, wir wollen jetzt so ein Kollektivo nehmen. Das sind wie Taxis, die dann einfach jenste Leute aufsammeln und dann nachher dort hinfahren. Und das ist immer vorher dran angeschrieben bei den Taxis, wo sie dann nachher hinfahren. Und jetzt probieren wir da eins zu verwischen, ist gar nicht so einfach. So, der Julian und ich haben jetzt noch ein Taxi gefunden, wo wir Platz haben. Ist zwar ein bisschen eng, aber
Das geht schon, wir sind ja hier in Mexiko. So, wir sind jetzt hier in Mitla angekommen. Zum Glück haben wir nicht den ganzen Weg müssen so fahren. Und jetzt geht es damit zu einem Collectivo weiter. So sieht das aus. Well, ist so. Einfach das. Eventuell müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir da genug Leute zusammen haben. Aber sieht so aus, als da hinten wären noch ein paar andere, die auch mitkommen von dem her. Sollte es jetzt gerade losgehen? Wir sind jetzt angekommen nach etwa 2 Stunden Fahrt. Es ist recht lang, es hat sich mega gezogen und es ist über so einen Berg gegangen und so eine Schüttelpiste da. Jetzt sind wir hier in Hierve del Agua und das sind so Steinformationen mit so kalziumhaltigem Wasser, so heißen Quellen, glaube ich. Und das hat sich, es gibt so Naturpools gibt's da und da kann man ein bisschen schwimmen und es hat auch so einen Wasserfall. Und das ist eigentlich aus, also das sieht dann, das ist aus Kalzium, das sieht aus wie ein Wasserfall, also man hat aber meistens gar kein Wasser dort, aber durch das Kalzium hat sich so Stalaktiten, glaube ich, so gebildet. Ja, ihr seht es dann nachher. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir das mal abchecken. So, da sind wir jetzt also. Da hinten im Hintergrund seht ihr das Pool, das Wasser, die Quellen. Hallo! Das ist, hallo! Und das ist da gerade direkt am Abhang und da hinten seht ihr eine wunderschöne Aussicht. Und da hinten ist der Wasserfall, oder es sieht so aus wie ein Wasserfall, schau mal. Aber das ist wirklich nur, das ist nur Kalzium, also es hat kein Wasser dort dran, aber es sieht eben aus wie ein Wasserfall, darum ist das also bekannt. Hier oben hat es noch einen zweiten Pool, aber der ist bekannt, weil er halt gerade wirklich da schön am Abgrund ist. So ein Infinite Pool sozusagen. Also es sieht richtig schön aus hier. So, die ganze Geschichte hat jetzt recht hungrig gemacht und wir sind jetzt da noch etwas am Essen. Und zwar, wenn ich das mal reinziehe, das ist die La Judas. Das ist einfach ein verdammter Monster-Tortilla mit Bohnen und das ist jetzt Chorizo. Und das lassen wir uns jetzt schmecken und natürlich noch ein Bierli dazu. So, jetzt sind wir hier auf dem Wasserfall sozusagen und da entspringt das Ganze, da kommt das Wasser raus und das läuft da so über die Kanten runter. Und weil das eben so viel Kalzium enthält, sieht das nachher aus, als wäre es so ein Wasserfall. Ganz spannend. Und ja, wunderschöne Gegend, wie ihr hier seht. Richtig schön hier. Muss sagen, der Ausflug hat sich gelohnt. Ja, und so sieht das Ganze von unten aus. Richtig eindrücklich. So, wir sind jetzt auf dem Heimweg. Und auf dem Rückweg ist der Ort Santa Maria del Tule. Und da ist etwas ganz Spezielles, und zwar einer von der grössten oder der grösste Baum der Welt. Ich erzähle euch nachher noch ein paar neuere Daten zu diesem Baum, aber der ist einfach gigantisch. Das ist. Natürlich muss man auch da zahlen, um einen Baum anzuschauen. 10 Pesos. Aber ja, habe ich fast erwartet.
Also, ich erzähle euch jetzt noch ein paar Daten zu dem Baum. Das ist der Arbol del Tule. Und von dem Ort, sag ich mal, von der äußersten, vom äußersten Dingsbungs von dem Baum, vom Ästli bis ganz über, sind es 58 Meter. Der Stamm, der Baumstamm, hat einen Durchmesser, ich kann das hier eben ablesen, darum weiss ich das alles, hat einen Durchmesser von 14 Meter. Er ist 42 Meter hoch, hat ein Gesamtvolumen von 816 Quadratmeter und er wiegt 636 Tonnen. Also ein rechtes Monster und er ist über 2000 Jahre alt. Und jetzt gehen wir den mal ein bisschen neuer anschauen. Mag fast nicht auf dem Bildschirm. Das wäre es also von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Ciao, ciao.